Hi und herzlich willkommen auf dem Kanal von PR Snakes. Ich heiße Philipp und im heutigen Video zeige ich euch, wie wir unsere Nachzuchten füttern. Falls das für den einen oder anderen anstößig ist, der darf das Video jetzt gerne beenden. Wir füttern in diesem Video ausschließlich nur Frost und möchten eben den zukünftigen Haltern zeigen, wie wir unsere Tiere an das Futter gewöhnen. Ein Video über das Frostfutter habe ich schon auf dem Kanal gemacht, beziehungsweise war das ein Unboxing. Wer das gerne nochmal sehen möchte, dem verlinke ich das jetzt oben im Bildrand. Ich habe hier 4 über die Nacht aufgetaute Mäuse. Es gibt auch schon das ein oder andere Video, wie man am besten das Frostfutter auftaut. Da gibt es einfach mehrere Varianten. Zum einen kann man das so machen, dass man die Tiere eben in ein warmes Wasserbad legt. Das darf nicht zu heiß sein. Aber man kann auch einfach die Tiere bei Raumtemperatur und da wir eben in diesem Raum 27 Grad Raumtemperatur haben, einfach über Nacht auftauen lassen und am nächsten Tag verfüttern. Dazu möchte ich noch sagen, dass wir unsere Tiere, bis sie wirklich auch sicher an Frostfutter gehen, die ersten Male mit Lebendfutter füttern. Das werde ich in diesem Video aber auf keinen Fall zeigen. Wie gesagt, heute geht es nur um die Frostfütterung. Da immer wieder Fragen kamen zum Füttern, wo fütter ich am besten oder wie fütter ich am besten? Also wir machen das so, dass wir immer gegen Abend, wenn das Licht ausgeht, füttern, da die Königsblüt uns nachtaktive Lauerjäger sind und nicht aktiv eigentlich auf die Beutesuche gehen. Wichtig ist, dass die Futtertiere noch auf geeignete Temperatur gebracht werden. Das kann man unter anderem mit einem Föhn machen, dass man die Tiere nochmal mit einem heißen Föhn anwärmt, damit die Schlangen eben diese mit ihren Wärmerezeptoren die Beute aufsuchen können. Oft kam dann auch noch die Frage, soll ich im Terrarium füttern oder außerhalb im Terrarium? Das ist letztendlich euch überlassen. Viele argumentieren, wenn man im Terrarium füttert, dass die Tiere dann nicht mehr unterscheiden können, hey, jetzt kommt die saubermachende Hand und attackiert dann den Pfleger. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Außerhalb des Terrariums füttern kann man ebenfalls. Wir machen das dann folgendermaßen, wenn die Beutetiere dann aufgetaut sind, nehmen wir sie mit unserer Futterpinzette und zwar greifen wir sie hinten im Nacken und führen sie dann leicht mit langsamen Bewegungen vor die Schlange, sodass die aktiv wird und schon merkt, hey, da kommt was. Man kann leicht wedeln und das Beutetier greift zu. Im Nachhinein imitiere ich noch ein bisschen, dass das Beutetier noch lebt. Einfach, dass die Schlange noch etwas zudrückt und ihren natürlichen Jagdinstinkt beibehält. Und im Prinzip war das ganze Hexenwerk. Ja. Wenn eine Schlange gestresst ist, wird sie nicht fressen, sondern flüchten. Von daher haltet die Beute erstmal mit der Pinzette direkt bzw. 5 bis 10 cm vor die Beute bzw. vor die Schlange, damit die erstmal mit ihren Wärmerezeptoren das Futtertier aufsuchen kann. Unsere Erfahrung hat einfach gezeigt, dass wenn wir die Jungtiere erstmalig an Lebendfutter gewöhnen und sie danach auf Frostfutter umstellen, die Jungtiere viel besser ans Futter gehen. Was man auch mal machen kann, wenn das Jungtier jetzt hier beispielsweise nicht nach den ersten 20, 30, 40 Sekunden zuschlägt, kann man es auch mal sanft mit der Pinzette anstoßen und sagen, hey, hier gibt es jetzt gleich Futter und wie ihr seht, sie kommt dann schon aktiv auf die Beute. Ich muss gar nicht mehr viel machen. Und sie schlägt zu. Genauso wie hier drüben. Der ist auch eher in der Ballhaltung. Ich nähere mich nur langsam, damit er den Geruch der Beute aufspüren kann. Wedel ein bisschen hin und her. Das war jetzt beispielsweise ein Abwehrbiss. Nochmal. Und auch ein sicherer Fresser. Wie gesagt, ihr habt gerade gesehen, das Männchen hier hat zweimal einen Abwehrbiss gemacht. Lasst euch davon nicht beeinflussen. Nur weil es jetzt zweimal Abwehrbisse gemacht hat, heißt nicht, dass das Tier gar nicht fressen wird. Gebt dem Tier die Zeit, das Beutetier aufzuspüren. Ja, wie ihr seht, es sind alles sehr, sehr sichere Fresser. Ich muss gar nicht viel machen.
Wir haben eben so die beste Erfahrung damit gemacht. Es gehen alle super gut ans Futter und anders kenne ich das von den Jungtieren auch gar nicht. Wenn ihr ein Tier jetzt neu habt, könnt ihr es auch gerne erstmal 7 bis 10 Tage eingewöhnen lassen, damit es an die Umgebung sich gewöhnt, im neuen Terrarium zurechtfindet. Und wie gesagt, achtet darauf, dass es abends ist, dadurch, dass die Köpis nachtaktive Jäger sind. Und beachtet einfach folgende Tipps und dann sollte auch nicht schief gehen. Das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, ihr nehmt die Tipps mit und setzt sie bei euch zu Hause um. Dann läuft auch nichts mehr schief mit der Fütterung und die Jungtiere fressen genauso gut wie bei uns. Von daher wünsche ich euch viel Erfolg. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.